herzlich willkommen. Ich muss euch ja oben mal ein bisschen näher hin. Kommt nur da. Damit könnt ihr ein bisschen was sehen. Scheiße, der Akku hat nicht geladen. Moin und herzlich willkommen. Falsche Ansage. Wir sind heute ein bisschen am Mulchen auf meinem Stück. Mit meinem Trecker und meinem Mulcher. Ja. Alles, was der Klo noch nicht so gut abgemäht hat. Hier so, da kann man das sehen, wenn man das Schneidwerk ausgehoben hat. Das mähen wir mal ein bisschen ab. Wackelt ganz gut. Das mähen wir mal ein bisschen ab. Nein? Ist das ein bisschen einheitlicher? Ein bisschen schöner nachher beim Grubbern. Genau. Ja, ich werde jetzt 20 Minuten Videos machen. 38 war doch ein bisschen lang, fand ich auch. War auch aufwendig. Hat mich sehr viel Zeit gekostet. Internet haben wir auch noch nicht so gut. Bei uns liegt noch kein Glasfaser. Aber kriegen wir alles hin. Wir düdeln hier mal so ein bisschen rum. Und wollen das hier mal so ein bisschen kurz machen, alles. Genau. Heute wieder ein schöner Tag. Und gleich sehen wir noch den Tiefen. Da wollen wir die Spuren mit auflockern. Jo. So, morgen wieder. Oh, das mach ich euch ja nicht, ey. Mit einer Hand ist echt hoch, ey. Da fahren wir ein bisschen mehr im Kreis wieder. Fahren wir hier jetzt. Immer kreuz und quer. Ups, Entschuldigung, ich habe gerade gefrühstückt. Ehrlich, oder? Fahren wir so mit 7,5 km/h. Neuen Messer, neuen Schlägel, die ich im Winter rangebaut habe. Machen sie jetzt bezahlt. Schön scharf alles, der rasiert alles ab. Wunderbar. Da fahren wir nochmal dran lang. Genau, so sieht das aus. Da hinten ein paar Ponys. Ach, Junge, 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 Junge. Doch. Ja. Wir mähen hier noch ein bisschen weiter. Nächste Fläche mal wieder an. Bis gleich. Oh, hier schön am Graben entlang mähen. Jetzt bräuchte man so einen Böschungsmulcher, bräuchte man jetzt. Fehlt sich die Zapfen nicht so und man kommt da schön, würde da schön tief runterkommen. Aber. Ich hoffe, dass wir da nicht reinplumpsen. Aber bislang ist das alles immer so gut. Aber da brauchen wir zwei Stunden nicht daran. So, dann ist das hier auch Wildfritte. Da hält man Wildschweine ohne Ende. Löcher von noch und nöcher. Habe ich noch nie gehabt auf dieser Fläche. Aber ich glaube, alle Meister drin sein. Und irgendwann haben die da gesucht bei mir. Nach der Abernung. Ne? Nachdem wir gemäht haben. Naja. Lass noch ein bisschen laufen. So, gleich nochmal Akku wechseln und dann. Anderen habe ich heute Morgen angeklemmt. Ich habe gedacht, dass dieser hier voll ist, aber nee. Egal. Wechsel ich gleich und dann geht das weiter. Mit dem tiefen Hafen. Gucken wir mal, was der kleine rote Traktor hier macht. So, da ist mein Pappen und mein Nachbar. Die sind da schön am Schnarren. Läuft. So, ich mach wieder aus. Bis gleich. Ja, so, jetzt haben wir hier den Tiefmarken wieder gebaut. Mal einen Meter gezogen und ich muss sagen, sehr cool, sieht auch gut aus, irgendwie keine Wellen oder irgendwie sowas. Wollen wir noch mal gucken, wie tief wir hier mit gehen. Na komm, hier da. So, wenn man das jetzt so hier an, ein bisschen andrückt, sind wir auf 37 cm, kann man das sehen. Ist das alle Ding denn so? Boah, hier irgendwie so. Da, 37 cm. Ich meine, ein bisschen zu tief.
gemacht wegen die Drainagen hier, die liegen. Die wurden ja damals mit links gelegt, mit der Hand. Machen wir den mal ein Loch niedriger, flacher. Den hoch machen. So. Hey, komm. So. Flacher. Ich weiß gar nicht, wenn wir den da hin machen würden. Wie kriegt der es? Oh, hier, da. So, 30 cm, 7 ausgemacht. Hier, seht ihr das, wenn ich das wieder ein bisschen antrete? Ist da die 30. Super. 100%ig. Da läuft ja gleich so mit weg. So, auf geht's in den Fahrgassen. Hier, da sind wir. Gucken, wie schnell wir gleich kommen. So, jetzt haben wir noch eine Gruppe mehr. Rückwärts pendeln. Kein Fehlkauf. Den Großtrecker können wir auch noch warten. Die Kleine macht das ja gut.